Okay, auf zur nächsten Folge. In der letzten Folge hatten wir hier so ein Geigenrätsel gelöst. Und jetzt müssen wir hier, glaube ich, einen Galgen aussuchen. Der passt. Ich weiß nicht, wozu passt, aber. Ja, wir haben zwei genommen. Jetzt nehmen wir mal die eins. Mal schauen, ob wir hier richtig sind. Auch nicht. Das heißt, wir landen immer wieder am Abgrund. Oder? Jo. Wir gehen einfach durch. Diesmal fighten wir nicht. So eine Scheiße. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Zieh Ende des Seils. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schauen ihre Gesichter oder auch nicht. Okay, 5 oder 3 würde ich sagen. Wir gehen mal auf 5. Was wohl gerechtfertigt ist? Welche Tugend? Oder was vertretbar ist? Ja, 5 müsste vertretbar sein. Diesmal fallen wir mich nicht drunter. Ach, scheiße. Okay, dann vielleicht 3. Wobei, warte mal. Diesmal sind wir woanders gelandet. Diesmal sind wir woanders. Eine Leichenkammer. Und natürlich wieder ein Abgrund. Man kennt ihn. Runter da, James. Runter. Haben wir jetzt die richtige Antwort gewählt oder kam einfach wieder nur woanders raus? Fragen über Fragen. Hier waren wir hier schon mal. Oh, und wieder runterjumpen. Na super. Keine Ahnung, ob wir überhaupt richtig waren sind. Am Ende kommen wir gleich wieder da raus. Super. Dann müssen wir wieder am Seil ziehen. Dann würde ich aber die 3 nehmen. Also wir haben 1 und 2 und 5. 3 haben wir noch über dann. Wobei, ja, hier waren wir noch nicht. Munition. Ein Aufzug. Komisch. Ratsching macht's. Ratsching, ratsching. Wir sind da. Hier ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. War 5 wohl doch die richtige Antwort, würde ich mal behaupten. So. Gut. Speicherstand haben wir. Schauen wir mal, was uns hier hinter erwartet. Hört sich auf jeden Fall mal wieder nicht so gut an.
Irgendwelche Monster hier. Hier ist auch alles zu. Autospeicherstand, was haben wir hier? Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe aufgrund der Kampfsprungraums. Okay, angesichts der Bargeld im Zimmer unberührt. Angela? Angela? Wer ist Angela? Ist das die verrückte alte Lady? Ich glaube, so hieß die verrückte alte Lady, oder? Angela? Da täusche ich mich da gerade. Hatte sie ihren Papa gesucht oder hatte sie ihre ganze Familie gesucht? Ich weiß es nicht mehr. I'll be good, I promise. Okay. Tell him I'll be good, please. Angela? Verrückte alte Lady. Angela, it's me. No. Please. Oh shit. Daddy! You, brother. Wer bist denn du, Alter? Oh. Wo ist er hin? Kleiner Scheißer. Angela! Oh shit, die ist von rechts weggerannt. Oh. Angela, verrückte alte Lady. Oh no, Alter. Und das ist ihr Vater? Wundert mich jetzt nicht, dass sie verrückt ist. Das wundert uns ja nicht. Angela! Bitte! Bleib doch einfach stehen. Verdammte Axt. Wo geht's hier lang? Komm. Wo ist er? Wo müssen wir hin? Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Was ist denn das für ein Raum hier? Ist das Angelas Kammer? Angela Anaconda?
Sag mich nicht, ich will nicht laufen. Scheiße. Wo ist er hin, der Lump? Was ist das hier für ein Bossfight, Alter? Was geht denn hier ab, Alter? Ist das hier ein Traum oder die Realität? Bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Ihr Vater ist irgendein Mutant, der hier. Weiß ich nicht, komplett durchdreht. Oh, nur zu, komm her, Junge. Aua, okay. Ausweichen. Und in den Rücken schießen. Und ins Ohrschloch. So, haben wir ihn endlich. Verdammte Scheiße, Alter. Ach, Angela. Okay, Angela. It's okay. Calm down. Die rastet ja komplett aus. I just. It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? See what you're doing. Wir suchen die ganze Zeit schon Laura und finden hier nur die verrückte alte Lady und ihren Vater. Angela, please. You don't have to lie. A lie? Go ahead. What are you talking about? Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig.
I hate you. I hate you. Ah, wohl nicht so die super Verbindung zwischen Tochter und Vater. I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. I need to find my mama. Tja, hoffen wir mal, dass ihre Mama netter ist. I never. Was ein Fight. Eieiei. Gut. Schrotflinte erstmal nachladen. Gewehr nachladen. Eine Karte haben wir nicht. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wo wir lang müssen. Gewehrmunition. Was sind das eigentlich für eine Karte des Labyrinths? Ich will gerade fragen, was sind das für ein Haus? Das ist ein Labyrinth. Mhm. Okay. Okay, wir wollen mal kurz speichern hier. Nach den ganzen Bossfight, dann werden wir mal versuchen, da durchzukrabbeln, oder? Nee, kommen wir nicht rein. Oder doch? Okay, kommen wir nicht durch. Hier ist zu. Können wir vielleicht hier lang? Nee. Dann müssen wir wohl hier lang. Wir werden ja nie wieder an die Oberfläche finden, so tief wie wir schon gegangen sind, ey. Verdammte Axt. Maria? Maria? What the? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But that thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Was passiert hier? Just before. Gerade eben vor allem. James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? Yeah. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you. Vielleicht war sie mal Mary. Und wurde dann verändert.
Doesn't matter who I am. Aber warum erkennt er sie da nicht? I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. Er weiß auch nie, was er glauben soll. I'll come back, I promise. Sehr mysteriös. Da kracht's aber komplett, ey. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Hm. Was ist das? Ein Würfel. Okay. Was zum Bums, Können wir rüber klettern, ne? Nicht falsch. Was zum... Was ist hier los, ey? Okay, wir sind falsch. Glaube ich. Sollte falsch sein. Tür ist zu. Was ist hier los? Ja gut, also das passt ja alles nicht. Es hat nur eine Kombination gepasst. Es hat nur diese Kombination gepasst. Ah, jetzt sieht's aber auf einmal anders aus hier. Was ein Scheiß, hä? Alter Schwede. Die Kombination hatten wir doch eben auch schon, oder nicht? Abgeschlossen, die ist offen. Abgeschlossen, okay. Shit.
Wo müssen wir hin? Geht ja nur da lang. Okay, wir können hier speichern. Wenn wir das mal tun. So. Dann schauen wir uns das hier mal an. Okay, da muss irgendwas rein. Wo sind wir? Hängekäfig? Verdammte Scheiße. Hier fehlt ein Schlüssel. Erst wenn du nicht nervst, Kollege. Okay, ist abgeschlossen. Du solltest genauso nicht rumnerven. Alter, hier ist ja wirklich Labyrinth. Name ist Programm. Können hier was schieben? Meine Fresse. Ich kann halt so nicht richtig aimen. Ich hab doch gerade Heilung genommen. Okay, wo sollen wir das hinschieben? Das Ding hier. Klettern müssen wir irgendwo. Da müssen wir hochklettern. So, Rainer. Oh, oh. Eww, Brother, eww. Ja. Ich glaube, essen will man davon nichts mehr, ne? Oder ist da ein Durchgang? Oder was ist dahinter? Eww. Was ist das? Das ist Benzin oder Feuerzeugbenzin. Okay. Einfach Feuerzeugbenzin. So. Müssen wir hier drunter klettern. Wo immer wir hier rauskommen. Keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hin müssen. Hier war abgeschlossen, oder? Hier war nicht abgeschlossen. Aber hier waren wir schon mal. Hängekäfig. Engelkäfig? Okay.
Okay, Hängekäfig. Da brauchen wir einen Schlüssel. Wir müssen den hier anfackeln, um den da runterzuholen. Das heißt, ich muss irgendwas kombinieren hier. Aber ich habe ja nichts gerade. Ja gut. Dann werden wir mal speichern und die Folge beenden. Feuerzeugbenzin haben wir schon mal. Das müssen wir wahrscheinlich kombinieren mit irgendwas, damit wir das anfackeln können und dann weiß ich nicht, was da drin ist. Wir werden es herausfinden. Dann würde ich erstmal sagen, werden wir die Folge beenden. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss. Tænk det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.